Er ist eine der bedeutendsten Personen der deutschen Geschichte. Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler. Verehrt und umstritten ist er längst zur Legende geworden. Wer aber war dieser Mensch? Welche Ideale verfolgte er? Warum drängte er an die Macht? Göttingen, 1832. Auch zu später Stunde bestimmen die Studenten das Leben in der Universitätsstadt. Einer tut sich dabei als besonders trinkfest und großmäulig hervor. Sein Name: Leopold Eduard Otto von Bismarck. Meine Herren, ich werde entweder der größte Lump oder der erste Mann in Preußen sein. Prost! Los! In Göttingen, in der die Karrieren großer Staatsmänner und Gelehrter beginnen, sind die Auftritte des 17 Jahre alten Studenten aus Hinterpommern eine Provokation. Mit gewollter Nachlässigkeit führt Otto von Bismarck im extravaganten Morgenrock seine Dogge spazieren. Für das Studium der Rechtswissenschaften bleibt ihm dabei nur wenig Zeit. Der junge Bismarck schlug sofort in Göttingen über alle Stränge. Das Göttingen war für den Bismarck, der aus diesem Hinterpommern kam, aus dem Internat kam, war das natürlich die große Freiheit. Er war mit Gleichaltrigen, Bismarck war mit Gleichaltrigen zusammen, mit Gleichgesinnten zusammen. Und natürlich die Freiheit des Studentenlebens damals wie heute, und Bismarck, für Bismarck galt es nicht anders, war, man konnte saufen, zechen und dann noch eben fechten, indem man in einer schlagenden Verbindung war und sich gegenseitig buchstäblich die Fresse poliert. Ich glaube, er hat innerhalb eines Semesters über 20 Mensuren geschlagen, was enorm viel ist, weil das war ja nicht nur, dass man focht, sondern man hat sich verletzt. Und dann wurde auch immer noch ausgiebig danach getrunken, weil es musste ja desinfiziert werden. Auf dem Paukboden gilt Otto von Bismarck als unschlagbar. Im Duell zeigt er Mut zum Risiko und eiserne Willenskraft. Seinen Gegnern unterliegt er in drei Semestern nur ein einziges Mal. Das verschafft ihm Respekt. Beim Fechten im erzkonservativen Chor Hannoverer lotet Bismarck immer wieder die eigenen Grenzen aus. Bismarck hat von Anfang an dieses wilde Temperament gehabt, was auch sehr schwer für ihn selbst zu zügeln war, für Bismarck. Und er hat diese beiden Seiten gehabt, diesen klaren Verstand, dieses ungeheuer präzise, differenzierte Denken und dieses wilde Gefühl, was ihn immer wieder in Dinge reingetrieben hat, zum Beispiel wilde Saufgelage oder Duelle, Gefechte. Bismarck wollte immer fechten, wollte seine Männlichkeit beweisen. Also ich sehe ihn so als wilden Stier in der Zeit. Wegen grober Verfehlungen gegen Sitte und Anstand, dazu zählen öffentliche Trunksucht, Beleidigung und nächtliche Ruhestörung, landet der zukünftige Jurist im Karzer der Universität. Insgesamt 18 Tage steht er unter Arrest. Kaum ist er wieder auf freiem Fuß, randaliert er in einem Wirtshaus und darf Göttingen nur noch zu den Vorlesungen betreten. Bismarck zieht an den Stadtrand, in einen Wehrturm der ehemaligen Befestigungsanlage. Hier kann er seine Exzesse ungestört ausleben. Am politischen Leben der Zeit nimmt der Sohn eines pommerschen Gutsbesitzers nicht teil. ...1834 demonstrieren mehr als 20.000 Menschen auf dem Hambacher Fest mit schwarz-rot-goldenen Fahnen für Freiheit, Bürgerrechte und einen deutschen Nationalstaat. Der Protest richtet sich gegen Clemens Fürst von Metternich, der die liberale Bewegung durch Zensur, Verbote und harte Strafen unterdrücken will.
Noch ist die Vision von einem einheitlichen Deutschland in weiter Ferne. Die Österreicher führen den Deutschen Bund an, dem fast 40 souveräne deutsche Staaten angehören. Einzige gemeinsame Institution ist die Bundesversammlung in Frankfurt, die im Palais Thurn und Taxis tagt. Bismarck ist für die Interessen seiner protestierenden Kommilitonen nicht zu gewinnen. Demokratische Studentenverbindungen, die von einem freien und geeinten Deutschland träumen, sind ihm zutiefst zuwider. Für die Feinde der Monarchie und ihre freisinnigen Flugschriften hat er nur Hass und Verachtung übrig. Nach Universitätswechsel und bestandenem Examen in Berlin führt ihn sein Weg weiter nach Aachen. In der Domstadt tritt er 1836 in die nüchterne Berufswelt ein. Als Referendar der Provinzialverwaltung muss sich der lebenslustige Draufgänger durch Aktenberge wühlen. Schnell langweilt ihn die monotone Arbeit in der Aachener Amtsstube. Eine Karriere als Diplomat schwebt dem selbstbewussten Bismarck vor. Doch sein Ansinnen wird abgelehnt. Schwer enttäuscht stürzt er sich in kostspielige Abenteuer. Der mondäne Kurort, dessen Heilquellen prominente Gäste aus ganz Europa anziehen, verführt den lebenshungrigen jungen Bismarck zu immer neuen Eskapaden. Hier kommt er in die vornehmen Zirkel der adeligen Gesellschaft und verliebt sich. Sie ist 17 Jahre alt und gibt vor, aus gutem Hause zu stammen. Isabella Lorraine Smith. Ein Inbegriff englischer Schönheit, die mein heißes Blut zum Kochen bringt, schwärmt Bismarck und lädt seine Freunde etwas zu voreilig zur Hochzeit nach Leicestershire ein. Bismarck versuchte ja verschiedene Affären anzuspinnen, wollte sich auch sehr früh verheiraten, daraus wurde dann allemal nichts. Er machte ja zwei Engländerinnen den Hof, von denen die eine ja eine Hochstaplerin war, sich als Herzogin von Kent oder was ausgab und das gar nicht war, sondern die Tochter aus einer Frau aus einfachen Verhältnissen war. Und das andere war ja die Tochter eines hohen Geistlichen der anglikanischen Kirche, die in diesen Bädern zur Kur weilten. Und das hat ihn einfach fasziniert. Das war eine exotische Welt, der er bislang noch nicht begegnet war. Und die Frauen waren halt hübsch, waren jedenfalls anders als die pommerschen Mägde, die er aus der Heimat kannte. Ne? Seine Affären und Ausschweifungen stürzen ihn in die erste große Lebenskrise. Denn seinen Snobismus kann Bismarck nur durch Schulden finanzieren, bis er bankrott ist und sich gezwungen sieht, dieses Faktum von so betrübender Natur seinem Vater einzugestehen. Bismarck denkt sogar an Selbstmord und bringt sich, wie er einem Freund anvertraut, in den Besitz eines Stranges gelber Seide. Nach kurzer Besinnung aber siegt seine Spielernatur. Im Aachener Casino fordert Bismarck das Schicksal heraus. Denn mit den 200 Reichstalern, die er von seinem Vater bekommen hat, kann er seine Schulden nicht begleichen. Im Glücksspiel sieht Bismarck die Chance, das Geld zu vervielfachen. Beim Roulette entpuppt sich Bismarck als Hasardeur, der alles riskiert und gewinnt. Die ersten Gewinne erlebt er wie im Rausch, überzeugt, dass seine Glückssträhne niemals enden wird. Er gewinnt die enorme Summe von 2000 Reichstalern. Zu vernünftig erscheint es ihm, jetzt aufzuhören. Bismarck spielt weiter und gefällt sich in der Rolle des Lebemanns. Berauscht von dem Gedanken, am Spieltisch ein Vermögen zu machen, setzt Bismarck alles auf eine Zahl und verliert.
Seine Schulden belaufen sich jetzt auf 1.700 Reichstaler. Aber es kommt noch schlimmer. Nachdem Bismarck tagelang nicht zur Arbeit erscheint, wirft der Regierungspräsident seinen unzuverlässigen Referendar kurzerhand raus. In Potsdam kann Bismarck später sein Referendariat zwar fortsetzen, doch schon nach 5 Monaten verliert er auch dort die Lust an der eintönigen Arbeit und quittiert den Dienst. Damit ist seine Beamtenlaufbahn endgültig beendet. Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, Dinge zu notieren, wiederzugeben, das war für Bismarck einfach Enge. Und er wollte da raus. Er wollte den Horizont erweitern und er wollte weiter sehen und auch handeln. Nach dem Militärdienst entscheidet sich Bismarck fürs Landleben. Als sein Vater stirbt, übernimmt er die Güter seiner Eltern in Pommern und an der Elbe. Bismarck muss endlich Geld verdienen, um seine Schulden zu bezahlen. Es erscheint mir ebenso respektabel, Korn zu bauen, als administrative Verfügungen zu schreiben, erklärt er seine Wandlung zum Landjunker. Bismarck hat sich als Landwirt gar nicht so übel gemacht. Er hat die Güter sehr erfolgreich bewirtschaftet und hat es dann auch mit zähem Fleiß geschafft, auf die Weise durch die Erträge seine Schulden dann langsam zurückzufahren und schließlich ganz abzulösen. Nach 3 Jahren bricht die nächste Lebenskrise über Bismarck herein. Wieder ist ihm die Welt zu eng geworden. Unverheiratet, sehr einsam, 29 Jahre alt, betreibe ich meine Geschäfte ohne Teilnahme, schreibt der gelangweilte Junker einem Freund. Wie zu Studentenzeiten vergnügt er sich mit Saufkumpanen. Sein Ehrgeiz scheint darin zu bestehen, schwere Zigarren zu rauchen und seine Gäste mit freundlicher Kaltblütigkeit unter den Tisch zu trinken. Leider Gottes kann ich nicht mehr betrunken werden, stellt er selbstkritisch fest, obschon ich mich dieses Zustandes als eines sehr Glücklichen erinnere. So vegetiere ich fast wie ein Uhrwerk, ohne besondere Wünsche oder Befürchtungen zu haben. Bier! Bier! An einem Sonntag im Sommer 1843 kehren die Lebensgeister in Bismarck zurück. Ein befreundeter Nachbar macht ihn mit seiner Verlobten bekannt, Marie von Tadden. Von ihrem Liebreiz, in dem sich Frömmigkeit und Sinnlichkeit vereinen, ist Bismarck hingerissen. Doch die Frau, die ihn so fasziniert, ist bereits dem Gutsherrn Moritz von Blankenburg versprochen. Bismarck verliebt sich in die strenggläubige Pietistin und sie erwidert seine Gefühle. Er, der als wild und arrogant gilt, verehrt sie über alle Maßen. Ihre Beziehung aber bleibt platonisch, denn eine Trennung von ihrem Verlobten ist für die gottesfürchtige Marie von Tadden undenkbar. 3 Jahre dauert die innige Freundschaft, bis Marie aus seinem Leben gerissen wird. Sie stirbt im Alter von 24 an einer Hirnhautentzündung. Der Tod der geliebten Freundin ist für Otto von Bismarck ein schwerer Verlust. Wie vertraut die beiden einander waren, zeigt ein Wunsch, den Marie kurz vor ihrem Tod geäußert hat. Sie möchte, dass er ihre beste und ebenfalls pietistische Freundin heiratet. Die fromme Johanna von Puttkammer ist die Auserwählte. Und Bismarck beginnt,
um die Tochter aus gutem Hause zu werben. Obwohl er einen äußerst schlechten Ruf hat, wagt er es, beim Vater um ihre Hand anzuhalten. Mit dem Brief an den Vater von Johanna, wo er um Johanna geworben hat, hat man gemerkt, jetzt kommt eine ganz neue Kraft in ihm auf. Und diese Werbung um diese Frau, die war ihm sehr ernst. Die war ihm sozusagen heilig. Verehrtester Herr von Puttkammer, ich bitte Sie um das Höchste, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben. Es ist die Hand Ihrer Fräulein Tochter. Mit meisterhafter Rhetorik formuliert Bismarck sein Ansinnen. Vorboten eines diplomatischen Talents, mit dem er später die europäische Politik lenken wird. Bismarck erreicht sein Ziel. Er heiratet Johanna und zieht mit ihr nach Gut Schönhausen an der Elbe. Die Verbindung mit Johanna bringt zum ersten Mal Ruhe in sein Leben. Geprägt durch protestantische Pflichterfüllung ist sie aufopfernde Ehefrau und bald auch treusorgende Mutter von drei Kindern. Das perfekte Gegenstück zu Bismarck, der auch in der Ehe den Takt bestimmen will. Johanna überzeugt ihn, an ihrem religiösen Leben teilzunehmen. Und so gelangt er in die Kreise konservativer Pietisten, die dem Königshaus in Berlin nahestehen. Das verschafft ihm Ansehen und Einfluss, der ihm später noch zugutekommen wird. Bismarck hat einfach gespürt, dass Johanna eine Frau ist, die ganz zu ihm stehen würde, die seelisch zu ihm passt und in ihrer Art so klar und so einfach und so kraftvoll genau das ausfüllt, was er braucht, um groß zu sein. Eine Frau, die für ihn ist wie eine Wand, an die er sich anlehnt, ein Boden, auf dem er geht. Sie war auch eine Art Seelenschwester. Sie hat ihn komplett verstanden. Bismarck wird 1847 in den Vereinigten Preußischen Landtag nach Berlin berufen. Diese, durch seine pietistischen Förderer eingeleitete Karriere, macht aus dem tollen Junker einen leidenschaftlichen Politiker. Im Landtag brilliert Bismarck mit Reden für die preußische Krone. Fest überzeugt vom System einer von Junkern und Adligen durchdrungenen Monarchie. Im März 1848 ist ganz Europa im Aufruhr. Mit Waffengewalt kämpfen die Revolutionäre auch in Berlin für Demokratie und nationale Einheit. Als Friedrich Wilhelm IV. Durch den Aufstand in Bedrängnis gerät, reagiert Bismarck mit Hysterie. Er mobilisiert seine Bauern und macht einen Plan zur Rettung der Monarchie. Bismarck hat die Revolution natürlich abgelehnt wie nur einer und ist ja damals nach Berlin gegangen und wollte unbedingt den König sprechen, der längst Miene gemacht hatte, vor der Revolution zu kapitulieren. Und wollte ihm anbieten, dass er seine Bauern bewaffnet und nach Berlin zöge, um die Revolution niederzuschlagen, was natürlich völliger Hirnriss war. Bismarck hat sich in der Zeit als ausgesprochener Reaktionär profiliert. Also er war ein Urpreuße, der fest zum König stand und fest zum ständischen Regime, gegen alle Verfassung, gegen jeden Liberalismus Front bezog. Der Geist von Freiheit und Demokratie weht durch alle Institutionen. Liberale Regierungen werden gebildet. In der Frankfurter Paulskirche tritt die erste deutsche verfassungsgebende Nationalversammlung zusammen. Dann aber bereitet das Militär der Revolution ein gewaltsames Ende. Der Traum von einem einheitlichen deutschen Nationalstaat ist geplatzt. Für Bismarck ein Triumph. Das Scheitern der 1848er Revolution ist sicherlich die größte Katastrophe in der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert. Das Konzept, auf der Grundlage der Volkssouveränität die Einigung Deutschlands herbeizuführen und
innenpolitisch nicht im Krieg gegen irgendwelche Nachbarn, war gescheitert. Die Revolution ist irgendwie versandet. Die Konterrevolution hat die Revolution besiegt. Und das hat Bismarck zunächst mal sehr gefreut, natürlich. Er war zu diesem Zeitpunkt kein deutscher Nationaler. Er war ein Preuße. Er wollte Preuße bleiben. Die Flammen der Revolution sind erstickt. Und an der politischen Front entzündet sich wieder die deutsche Frage. Die einen wollen die großdeutsche Lösung unter Führung Österreichs, die anderen die kleindeutsche Lösung, in der Preußen die Macht und das Sagen hat. Für den ultrakonservativen Bismarck käme ein deutsches Reich, in dem Preußen nicht die Vormachtstellung hat, einer persönlichen Niederlage gleich. In Bismarck erwacht der politische Instinkt. Im Jahr 1851 bekommt Bismarck die Chance, auf die er als junger Referendar vergeblich gewartet hat. Obwohl er keine diplomatische Ausbildung hat, wird Bismarck zum preußischen Gesandten beim Deutschen Bund in Frankfurt ernannt. Geschickt spielt er sich nach vorn und kann erneut auf seine pietistischen Förderer vertrauen. Endlich betritt er die große politische Bühne und ist dabei, wenn es um Deutschlands Zukunft geht. Bismarck ist fest davon überzeugt, dass Gott ihn zu seinem Werkzeug auserkoren hat. Ich bin Gottes Soldat, schreibt er an seine Frau. Und ich glaube, dass er mein Leben zuschnitzt, wie er es braucht. Von Hierarchien und ungeschriebenen Gesetzen lässt Bismarck sich selbst zu Beginn seiner neuen Karriere nicht beeindrucken. Die alten Hasen der Diplomatie begegnen ihm mit Skepsis. Doch Bismarck weiß sich Respekt zu verschaffen. Das Privileg, in den Sitzungen Zigarre zu rauchen, genießt bis dahin nur der österreichische Gesandte. Bismarck nimmt sich das gleiche Recht heraus. Eine Provokation, die für ihn beim Poker um die Macht dazugehört. Bismarck ist ein Spieler, der im Vertrauen auf Gott glaubt, immer den richtigen Moment für seine Spielzüge zu erhaschen. Bismarck wurde von seinen Gegnern mächtig unterschätzt. Die dachten, da kommt jetzt nach Frankfurt ein hinterwäldlerischer, pommerscher Krautjunker. Das war er natürlich nicht. Er hatte eine gute Ausbildung, er hat viel gelesen, er war auch gereist. Und er hat sich dort weitergebildet. Auf dem spiegelnden Parkett der europäischen Diplomatie hat er Schliff bekommen, hat er Erfahrung gesammelt. Und er hat viele Kontakte aufgebaut zu führenden europäischen Politikern. Und das war natürlich wichtig für seine spätere Amtszeit als preußischer Ministerpräsident. In Frankfurt spinnt Bismarck Ideen, um Preußen größer und mächtiger zu machen. Später wird man von ihm sagen, er habe schon hier den Plan für die Einigung Deutschlands im Kopf gehabt. In der Villa an der Bockenheimer Landstraße führt der Diplomat ein geselliges Leben. Es wird alles serviert, was es auf Erden zu essen und zu trinken gibt, so einer der zahlreichen Gäste in dem weltoffenen Haus. Ein Familienidyll. Hier sind alle beisammen, alt und jung, Großeltern, Kinder, Hunde. Da wird gegessen, getrunken, geraucht und Piano gespielt. Seine vielfältigen Kontakte öffnen den Horizont des ambitionierten Politikers. Nur mit Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur scheint er nichts anfangen zu können. Ein Faible hat Bismarck für die neue Kunst der Fotografie. Auf den meisten Gemälden gefällt er sich nicht. Ihm liegt daran, seine träumerische und sentimentale Natur zum Ausdruck zu bringen. Mit der neuen Technik hat er die Kontrolle, sich so zu inszenieren, wie es seinem Selbstbild entspricht.
Er glaubt, dass die Kamera sein wahres Ich zur Geltung bringt. Gezielt arbeitet Bismarck mit Hilfe der Fotografie an seiner Außendarstellung. Sein eigenwilliger Charakter wäre Bismarck fast zum Verhängnis geworden, als Georg Freiherr von Finke ihn am 25. März 1852 frühmorgens zum Duell fordert. Das Motiv? Bismarck hat die gute Erziehung des liberalen Abgeordneten in einer Landtagsdebatte mit hämischen Worten in Frage gestellt. Beide schießen daneben. Die Sekundanten sind erleichtert, aber Bismarck beklagt sich, dass er kein Recht auf einen zweiten Schuss hat. Ein Remis ist der Spielernatur zuwider. Als in Berlin der greise König ernsthaft erkrankt, übernimmt dessen Bruder Prinz Wilhelm die Regentschaft. Der neue Monarch besetzt das Kabinett mit liberalen Aristokraten. Außenminister wird Graf Alexander von Schleinitz, der daran interessiert ist, die Beziehungen zwischen Preußen und Österreich zu verbessern. Bismarck ist mit seiner radikal anti-österreichischen Haltung auf seinem Frankfurter Posten eine Fehlbesetzung und wird nach Russland abgeschoben. Bismarck musste irgendwie aus dem Spiel genommen werden. Er passte nicht in die neue Politik, die der Monarch machen wollte. Und deshalb wurde er nach Petersburg als Botschafter abgestellt. Und Bismarck hat ja das auch genannt, ich bin an der Neva kaltgestellt. Es war da noch eine besondere Demütigung dabei, denn normalerweise wurden damals die preußischen Botschafter, die nach Petersburg gingen, wurden sofort zum Generalleutnant befördert. Er hingegen musste sich damit bescheiden, als in der Uniform eines Majors der Landwehr dort seinen Antrittsbesuch zu machen, was natürlich schon eine ziemliche Demütigung war. In St. Petersburg fühlt sich Bismarck als Verbannter, obwohl er hier seinen Blick für die Außenpolitik schärfen kann. Das Gefühl, politisch kaltgestellt zu sein, macht ihn krank. Eine Grippe, die ihn wochenlang ans Bett fesselt, bezeichnet er als Gallenfieber über Petersburg. Als Gesandter am Zarenhof formuliert Bismarck zum ersten Mal seinen großen Plan, aus dem Königreich Preußen ein Königreich Deutschland zu machen. Mit seinen Gedanken bringt er sich in Berlin in Erinnerung, ohne sich der Illusion hinzugeben, dass seine Ratschläge aus der Ferne gehört werden könnten. Nach 3 Jahren wird er zunächst zum Botschafter in Paris ernannt. Bismarck muss warten. Von hier aus zieht er mit seinem engsten Verbündeten, dem preußischen Kriegsminister Rohn, die Fäden für seinen politischen Aufstieg. In langen Gesprächen mit Napoleon III. Gewinnt Bismarck tiefe Einblicke in das politische Denken und die Psyche des französischen Herrschers. Biarritz im August 1862. Im Urlaub lernt Bismarck die 22-jährige Katharina Orlova kennen, die Gemahlin des russischen Gesandten. Er verliebt sich in die schöne und temperamentvolle Frau, die ihn an seine große Liebe Marie von Tatten erinnert. Auch diese Leidenschaft bleibt unerfüllt. Doch für die beiden bahnt sich ein romantischer Sommerflirt an. Fürst Nikolai Orlov toleriert Bismarcks Bewunderung für seine Frau Katharina. Zu dritt unternehmen sie Ausflüge und vergessen die Turbulenzen der Politik. Sie ist eine Frau, für die du dich passionieren wirst, wenn du sie kennst, schreibt Bismarck an seine daheimgebliebene Gattin. Schwärmerei ohne jeden Gewissenskonflikt. Ich freue mich ungeheuer, erwidert Johanna, dass mein lieber Gemahl die reizende Frau dort gefunden, ohne deren Gesellschaft er nimmer so lange Ruhe auf einem Fleck gehabt hätte. Einen Olivenzweig als Erinnerung an das flüchtige Glück. Das Abschiedsgeschenk seiner verehrten Kathi
verwahrt Bismarck bis an sein Lebensende in seinem Zigarrenetui. Es gibt ja Frauen, die er angebetet hat geradezu. Frauen, wo es ganz klar war, auch der Öffentlichkeit klar war, dass er ihnen verfallen ist für einige Zeit. Und Johanna hat das getragen, weil sie wusste, sie muss ihm das lassen. Wenn sie da eng wird und ihm Vorschriften macht, dann wird sie ihn verlieren. In Berlin steht der König 1862 vor einem Debakel. Er will seine Armee aufrüsten, doch das Parlament verweigert ihm dafür das nötige Geld. Wilhelm I. löst den Landtag auf und ordnet Neuwahlen an. Die Opposition siegt mit großem Vorsprung und blockiert erneut die Militärausgaben. Zermürbt und ratlos zieht sich der König auf Schloss Babelsberg zurück und schreibt seine Abdankung. Zur gleichen Zeit verfasst Kriegsminister Rohn ein Telegramm. Periculum in mora, dépêchez-vous. Gefahr in Verzug, beeilen Sie sich. Der Adressat der Depesche, sein Freund und Verbündeter Otto von Bismarck. Sofort verlässt Bismarck Paris und eilt nach Berlin. Er weiß, das ist die Chance, auf die er gewartet hat. Für den überzeugten Royalisten wäre die Abdankung des Königs eine Katastrophe. Bismarck schwört seinem Monarchen die unverbrüchliche Treue. Eine Parlamentsherrschaft müsse verhindert werden, notfalls durch eine längere Periode der Diktatur. Worte, die den König überzeugen. Bismarck hat den König dann überredet, doch am Ruder zu bleiben, hat ihm versichert, er würde die Krise schon beilegen. Und das Kalkül, was Bismarck damit verband, war natürlich, dass zwar der König der König ist, aber eher Bismarck ist der mächtige Mann in Preußen. Im September 1862 versucht Bismarck, die Opposition für die vom König geplante Heeresreform zu gewinnen. Mit schmetternder Rede macht er seine politische Stoßrichtung klar. Nicht durch Reden oder durch Majoritätsbeschlüsse werden die großen Zeichen dieser Zeit entschieden. Das, meine Herren, war der große Fehler von 1848 und 1849, sondern durch Eisen und Blut. Den Abgeordneten hat es die Sprache verschlagen. In Bismarck ist der Dämon erwacht, der Krieg als Mittel einer kompromisslosen Politik heraufbeschwört. Nur wenige Tage später wird der Junker aus der Altmark zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Erzkonservativ und skrupellos schreckt er nicht einmal vor einem Verstoß gegen die Verfassung zurück. Kurz nach seinem Amtsantritt lässt Bismarck den Landtag auflösen und amtiert ohne Parlament und Budget. Im Grunde genommen war das ein Staatsstreich, als Bismarck an die Regierung kam. Er regierte jahrelang ohne Budget. Er hatte so eine Lückentheorie. Er sagte, es gibt eine Lücke in der Verfassung. Es ist nicht vorgesehen, dass der König und der Landtag sich nicht einigen. Wenn diese Lücke eintritt, dann muss einfach durchregiert werden. So lange muss der König regieren oder sein Ministerpräsident, bis es eine Einigung gibt. Das hat Züge eines Staatsstreiches und Züge einer Diktatur. In Preußen beginnt eine Ära der politischen Unterdrückung. Die Pressefreiheit wird aufgehoben. Fast 1000 staatskritische Beamte werden strafversetzt oder aus dem Dienst entlassen. Politische Gegner werden ausgewiesen. 2 Jahre regiert Bismarck als Ministerpräsident, als er seinen König in den ersten Krieg treibt. Zum politischen Brennpunkt wird der Norden. Als Dänemark das Herzogtum Schleswig vollständig eingliedern und von Holstein trennen will, kommt es zum Streit mit dem Deutschen Bund. Bismarck wittert in dem Konflikt die Chance, die beiden Herzogtümer dem preußischen Staat einzuverleiben. Bismarcks Strategie ist, Österreich auf die preußische Seite zu ziehen.
Am 1. Februar 1864 marschieren die vereinten Truppen in Dänemark ein. Es kommt zu kurzen, aber schweren Gefechten, die auf beiden Seiten viele Opfer fordern. Dabei ist die aufgerüstete deutsche Armee den Dänen weit überlegen. Nach 9 Monaten ist der Dänenkönig gezwungen, den Frieden unter Bismarcks Bedingungen zu akzeptieren. Das Ergebnis war, dass Schleswig und Holstein abgetrennt wurden, endgültig von Dänemark, und dass Preußen und Österreich diese beiden Herzogtümer gemeinsam verwaltet hat. Das hat dann wieder sehr schnell zu Spannungen zwischen Österreich und Preußen geführt, über die Art, wie man Schleswig-Holstein verwalten sollte, und dann ja auch zum nächsten Krieg. Als die Auseinandersetzung eskaliert, zieht Preußen in den Bruderkrieg gegen Österreich. Nach nur 3 Wochen erringt die Armee den entscheidenden Sieg. Auf dem Schlachtfeld bei Königgrätz kämpfen mehr als 400.000 Soldaten und Österreich verliert 44.000 Mann. Wilhelm I. triumphiert, will in Wien einmarschieren, Kaiser Franz Josef demütigen und ihm in Böhmen Land entreißen. Doch Bismarck stellt sich gegen König und Militär. Der Mann, der in seinen Reden Eisen und Blut beschwört, steht vor einer Zerreißprobe. In seiner Verzweiflung denkt er sogar daran, sich aus dem Fenster zu stürzen. Meine Nerven widerstanden den mich Tag und Nacht ergreifenden Eindrücken nicht, und ich wurde von einem heftigen Weinkrampf befallen. Der Kronprinz beruhigt Bismarck und stellt sich auf seine Seite. Beide fürchten, dass die neue preußische Vormachtstellung Frankreich zu einer schnellen Intervention zwingen und der Sieg in eine politische Niederlage münden könnte. Gemeinsam gelingt es ihnen schließlich doch noch, den König von einem Friedensschluss zu überzeugen. Was wirklich an ihm berührt, ist diese Polarität in seiner Seele. Da ist einmal dieser Visionär, dieser Staatsmann, der unglaublich weit schauen kann, der die Kraft hat, große Dinge zu bewegen. Und auf der anderen Seite ein ganz kleiner, auch oft jammernder, verzweifelter und weicher Mensch, der alles ganz fein wahrnimmt und der sehr verletzbar ist. Der Sieg von Königgrätz wird Bismarcks Triumph. Preußen annektiert Hannover, Schleswig-Holstein, Kurhessen, Nassau und die Stadt Frankfurt. In Berlin wird Bismarck als Nationalheld gefeiert. Der Deutsche Bund wird aufgelöst, Österreich aus Deutschland verdrängt. Bismarck hat sein erstes Ziel erreicht. Er vereint alle Staaten nördlich des Mains und wird Bundeskanzler des neu gegründeten Norddeutschen Bundes. Auf dem Weg zum deutschen Nationalstaat muss Bismarck jetzt noch den katholischen Süden auf seine Seite bringen. Dieser Machtzuwachs würde Frankreich auf den Plan rufen. Geschickt provoziert Bismarck Napoleon III. Und schaukelt eine Bagatelle, die Frage der spanischen Thronfolge, zur internationalen Krise hoch. 13. Juli 1870. In Bad Ems drängt der französische Botschafter den preußischen König, dass die Hohenzollern für immer auf die spanische Krone verzichten sollen. Dahinter steht die Angst der Franzosen, von den Hohenzollern eingekesselt zu sein. Doch Wilhelm I. lehnt ab. Ein Bericht über das Treffen trifft noch am selben Abend bei Bismarck ein. Der kürzt und ändert das Telegramm und leitet diese Version, die sogenannte Emser Depesche, an die Presse weiter. Die Reaktion des Königs erscheint darin deutlich härter und provozierender, als sie tatsächlich war.
Die Depesche wird den Eindruck eines roten Tuches auf den gallischen Stier machen, so Bismarck. Sein Kalkül geht auf. Der französische Kaiser Napoleon III. Erklärt Preußen den Krieg. Damit hat Bismarck Frankreich die Rolle des Aggressors aufgedrängt. Der Kriegstreiber kann fest auf Waffenhilfe aus dem Süden vertrauen. Auf den Schlachtfeldern rückt der deutsche Nationalstaat in greifbare Nähe. Soldaten aus allen Teilen Deutschlands kämpfen für den gemeinsamen Sieg. In der Schlacht von Sedan in den Ardennen wird die französische Armee am 1. September 1870 geschlagen. Napoleon III. Wird gefangen genommen und in das Schloss Wilhelmshöhe in Kassel gebracht. Über seine Begegnung mit Napoleon III. Schreibt Bismarck an seine Frau Johanna: Unsere Unterhaltung war schwierig, wenn ich nicht Dinge berühren wollte, die den von Gottes Hand Niedergeworfenen schmerzlich berühren mussten. Es ist ein welthistorisches Ereignis, ein Sieg, für den wir Gott dem Herrn in Demut danken wollen. Die Bilanz von Sedan: 25.000 Tote und Verwundete. Der Krieg schürt den Hass auf beiden Seiten so sehr, dass Deutschland und Frankreich auf Jahrzehnte verfeindet bleiben. Bei den Friedensverhandlungen verliert Frankreich das Elsass sowie Teile Lothringens und muss mehrere Milliarden Goldfranken als Kriegsentschädigung zahlen. Nach dem Sieg über Frankreich beginnen Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten. Endlich soll Bismarcks Vision von der nationalen Einigung vollendet werden. König Ludwig II. Von Bayern ist skeptisch, aber käuflich. Als Bismarck ihm eine hohe Summe aus dem zuvor beschlagnahmten Welfenvermögen bietet, gibt der König nach und verschachert die bayerische Staatssouveränität an Preußen. Am 18. Januar 1871 wird im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles das Deutsche Reich gegründet und Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert. Zwei Monate später erreicht Otto von Bismarck den Höhepunkt seiner Macht, als er zum ersten deutschen Reichskanzler ernannt wird.